Ja, hallo und herzlich willkommen bei uns am DFB Campus. Wir freuen uns, dass Sie und Ihr wieder zahlreich erschienen seid mit dem Interesse am Kinder- und Nachwuchsfußball im Allgemeinen und vielleicht, um ein bisschen spezieller gleich zu werden, mit dem Interesse an der Trainingsphilosophie Deutschland. Wir saßen ja hier vor knapp 6 Monaten schon mal zusammen in der Runde und haben die Trainingsphilosophie Deutschland vorgestellt. Und da möchten wir euch heute ein Update zugeben, unter anderem. Und deshalb gleich die Einstiegsfrage an dich, Hannes. Ihr wart jetzt als Kompetenzteam in den letzten Wochen, in den letzten Monaten sehr, sehr viel unterwegs. In Vereinen ganz Fußball-Deutschland, von der Basis bis zur Spitze. Welche Rückmeldung hast du da bekommen aus den Trainergruppen, mit denen du zusammengearbeitet hast? Und was würdest du sagen, inwiefern ist die Trainingsphilosophie Deutschland schon umgesetzt? Ja, schönen guten Morgen zusammen. Schön, dass ihr alle da seid. Auch hier ans Team und auch ins Publikum. Bei 2 Millionen oder über 2 Millionen Kindern und Jugendlichen in Deutschland ist das natürlich ein sehr gesellschaftsrelevantes Thema, der Jugendfußball. Wir werden im Bereich Trainingsphilosophie von allen Niveaus eigentlich mit offenen Armen empfangen. Und da wir ja nicht entscheiden können, wie jetzt, weiß nicht, Vereine trainieren, wir können ja nicht entscheiden, wie die Hertha trainiert, aber wir können natürlich auf hohem Niveau in Austausch gehen und da unterstützen und haben da schon das Gefühl, dass wir da so ein bisschen Paradigmenwechsel hinbekommen und mitgestalten können und dass wir da ja aus diese Taktisierung, die es mit Sicherheit gab im Nachwuchsfußball, zurückdrehen können auf kleine Spielformen, nicht einmal pro Woche, sondern 2-mal die Woche und sehr strategisch und dann auch in den Varianten, die wir da anbieten. Und da rennen wir offene Türen ein und die Leute sind sehr dankbar, dass wir uns die Zeit nehmen und dass wir so tief eingestiegen sind und unterstützen können. Danke dir, Hannes. Dann noch kurz der Vollständigkeit wegen die Vorstellung von allen, die hier auf dem Podium sitzen. Ich denke, ihr und sie kennen alle, aber nochmal einfach auch für die digital zugeschaltet sind. Wir haben Hanno Balic hier, unseren U18-Trainer. Lena Lotzen ist Co-Trainerin bei unseren U17-Juniorinnen. Sandro Wagner ist der Co-Trainer der A-Nationalmannschaft. Und Hannes sitzt hier, wie alle anderen auch, als Teil des Kompetenzteams. Und natürlich als unser Direktor Nachwuchstraining und Entwicklung. Hannes, gerne dann weiter in unserer Präsentation. Wir haben die Trainingsphilosophie noch mal vorne dran geworfen. Ja, wir haben hier noch mal das Bild und wir würden euch gerne einmal mitnehmen, weil wir ja damals gesagt haben, bei der Vorstellung, dass wir wollen, dass uns alle folgen können. Also wir wollen greifbar sein für alle Trainer und Trainerinnen in Deutschland. Und deutsche Fußballkultur ist nicht nur Bundesliga und Nationalmannschaft, sondern deutsche Fußballkultur ist auch Ehrenamt und kleiner Verein und Mamas und Papas, die Kinder trainieren. Das ist ein wesentlicher Grund, warum wir auch heute nochmal uns hier äußern wollen, ist die Kinderfußballreform, die im Sommer kommt und umgesetzt wird, auch verbindlich umgesetzt wird, weil da möchten wir gerne nochmal mit einsteigen. Und bevor wir nochmal in der Trainingsphilosophie Deutschland euch ein paar Sachen zeigen, die Begriffe Freude, Intensität, Wiederholung für jeden Spieler, jede Spielerin und für jede Position, das ist ja das, was wir möchten, in jeder Minute des Trainings mit dem Ziel, individuelle Qualität zu entwickeln. Das, Sandro, du bist ja sowohl bei der A-Nationalmannschaft, du warst Champions-League-Spieler, du warst Nationalspieler, aber du bist ja auch Papa von 4 Kindern, aber von 2 Jungs, die auch Fußball spielen. Freude, Intensität, Wiederholung. Was bedeutet dir das auf allen Ebenen, sowohl für das höchste Niveau, aber auch für die Kinder im Fußball? Ja, auch von mir erstmal hallo in die Runde. Hauptsächlich als Familienvater oder Vater von 2 Jungs, die fußballverrückt sind. Die Mädels noch nicht, aber kann ja noch kommen. Die Freude, Intensität, Wiederholung. Freude ist, glaube ich, die Grundvoraussetzung. Ansonsten geht gar nichts. Fußball ist ein sehr einfacher Sport. Ich glaube oder denke, jeder hier drin hat schon mal Berührung zum Ball gehabt. Und von dem her ist dieses Wiederholungsthema für mich, was mich gecatcht hat, als du mir die Tabelle das erste Mal gezeigt hast, wo es einfach darum geht, je öfter ich Fußball spiele und je öfter ich in Zweikampf komme, in Ballaktionen komme und das dann hochgerechnet hast, wenn ich das an einem Tag mache, wenn ich das 3-mal in der Woche mache, wenn ich das über Wochen, Monate, Jahre hinweg mache, wie da der Unterschied ist an Ballaktionen, wie man hier auch einfach sehen kann oder an Zweikämpfen und an Torschüssen. Das ist einem schon bewusst, auch wenn man selber Fußball gespielt hat oder Fußballliebhaber ist. Aber wenn man es dann nochmal so sieht, ist es so elementar und so wichtig, dass den Mädels und Jungs einfach diese Wiederholung immer wieder gegeben wird. Immer wieder diesen Spaß auch am Fußball gegeben wird. Und
eine gewisse Einfachheit reinkommt. Und das ist ja oftmals so ein Tabuthema gewesen in dem einen oder anderen Bereich, dass es zu kompliziert geworden ist, dass es zu viel, was du auch immer super rüberbringst, dass man einfach von oben nach unten schaut. Und das ist natürlich Quatsch, weil oben arbeitest du im Herrenbereich, in A-Nationalmannschaft oder Bundesliga, zweite Liga, egal wo, arbeitest du einfach anders als im Jugendbereich. Im Jugendbereich sind andere Dinge wichtig. Von dem her ist für mich Wiederholung ein großes Thema, die Kinder und Jugendliche einfach Fußball spielen zu lassen und das immer, immer wieder, immer wieder. Und dann werden sie einfach besser und haben natürlich auch Gesundheit, mehr Spaß an der Sache. Vielen Dank. Wenn wir die Tabelle sehen und wir kommen gleich auf die Spielformate im Kinder- und Jugendfußball, dann, wenn wir jetzt ein 7 gegen 7 gucken oder wir gucken ein 4 gegen 4, dann gibt es da gleich viele Zweikämpfe. Aber für jeden Einzelnen stimmt das nicht. Und wir müssen auf das einzelne Kind gucken. Was bedeutet das Format, in dem wir trainieren, in dem wir spielen, für jedes einzelne Kind, für jeden einzelnen Spieler, für jede einzelne Spielerin? Und wenn wir das strategisch sehen, über die Zeit, über die Jugend, dann erreichen wir in kleineren Formaten unfassbar viel mehr Aktionen und damit auch eine bessere Entwicklung. Und die Freude am Fußball können wir natürlich nicht von der Entwicklung entkoppeln. Irgendwann macht Fußball natürlich nur noch Spaß, wenn ich auf meinem Niveau auch Erfolgserlebnisse habe und da einfach involviert bin. Und deswegen bleibt das so. Das ist auch die Tabelle, wenn wir Menschen treffen, wo immer alle sagen, du hast doch diese Tabelle mit den Zahlen. Und wo das ausgerechnet mal ist auf die Jahre, die sehr, sehr überzeugend ist und die natürlich auch in dem, was jetzt kommt, in den Spielformaten im Kinderfußball sehr, sehr relevant ist. Können gerne mal einmal weiterspringen. Wir haben ein großes Ziel, dass wir, weil es gibt im Fußball, ist ja die Frage, wenn wir Training machen, was ist der Schwerpunkt? Ist ja immer die Frage, ja, was trainieren wir denn heute? Was ist der Schwerpunkt? Und wir bitten darum, dass wir immer einen ganzheitlichen Schwerpunkt haben. Wir versuchen immer ganzheitlich, technisch, koordinativ, körperlich, kognitiv, also in dem Bereich Wahrnehmung, mental, aber auch sozial, weil Fußball ist ja auch, oder Mannschaftssport ist ja auch eine Schule für Umgang miteinander, für Werte, ganzheitlich zu trainieren. Und dann kann ich natürlich an dem einen Tag mehr schießen und an dem nächsten Tag mehr verteidigen üben und an dem nächsten Tag mehr angreifen üben. Aber bitte in der Ganzheitlichkeit darüber gelegt. Und auch das spricht ja für viel Spielen im Training. Und da wollen wir nochmal alle unterstützen, die jetzt Training planen in Deutschland, auf allen Niveaus erstmal ganzheitlich und da drin pointieren, ist dann die Kunst. Aber wenn die Ganzheitlichkeit drüber liegt, dann haben wir schon mal ganz, ganz viel gewonnen. Und da muss keiner überlegen, heute trainiere ich nur den ersten Kontakt und beim nächsten Mal trainiere ich nur einen Kopfball und dann beim nächsten Mal trainiere ich nur das. Weil dafür ist Fußball auch viel zu komplex. Es sind viel zu viele Dinge darin, die wir können müssen. Deswegen da die Bitte, das drüber zu legen. Wir haben jetzt drei Videos, die wir mal hintereinander wegzeigen wollen, weil wir glauben, dass das in den verschiedensten Altersklassen der Schlüssel ist für die Weiterentwicklung von Training. Wir sind jetzt noch bei Montag bis Freitag, bauen gleich die Brücke zu den Spielformaten. Hier sind die U9 von der Eintracht. Wir haben hier trainiert, das können wir einmal hier anhalten, genau. Und es geht einfach darum, dass wir mit diesen Kindern, die da sind, nicht auf einem Feld spielen, sondern es geht um die Entscheidung, auf mehreren Feldern gleichzeitig zu spielen. Und dafür brauchen wir ein paar Tricks in der Organisation, da kommen wir gleich zu. Aber das ist erstmal die Entscheidung, hier in dem Feld auf die Kleinfeldtore im 2 gegen 2 zu spielen. Wir haben natürlich nicht an der Basis, und ich glaube, auch das öffnet uns die Türen, dass wir jetzt nicht immer Formen zeigen, wo man 6 Tore und 6 Torhüter braucht. Das Hybridfeld in der Mitte, wo du die kleinen Tore hast und das Großtor, wo wir sehen, du kannst auch wunderbare Trainingsformen machen, wo du nur ein Großtor brauchst, und wir haben das normale Feld. Und wenn man das jetzt sich weiter vorstellt, das Training, und wechselst da ein bisschen durch, dann können wir uns vorstellen, wie viel in 90 Minuten jedes Kind involviert ist und wie oft der Ball im Spiel ist und wie viele Aktionen man einfach hat, um sich gut zu entwickeln. Und um auch schon mal die Brücke zu bauen, haben wir natürlich auch hier, können wir schon die unterschiedlichen Leistungsniveaus einteilen. Also wir können daraus schon ein Gold-, Silber- und Bronzefeld machen. Die im November geboren sind und gerade erst angefangen haben, spielen dann in dem einen Feld. Die auf dem mittleren Niveau gerade sind, in diesem Moment, spielen auf dem zweiten Feld. Und auf dem Goldfeld spielen die schon am weitesten sind, die am längsten Fußball spielen. Und alle können auf ihrem Niveau Fußball spielen, ihre Aktionen sammeln. Wir glauben, das ist ein Schritt. Wir glauben aber auch, oder wir wissen, dass die Kinderspielreformen, über die wir gleich sprechen, in der E-Jugend aufhören. Und wir ab der D-Jugend größere Spielformen haben. Und es ist entscheidend, dass das, was wir da jetzt gut machen, nicht ab der D-Jugend aufhört. Und deswegen zwei Bilder
von älteren Mannschaften. Ich würde das einmal durchbesprechen, können es direkt anmachen. Das ist aus dem Trainingslager 2024 in Spanien von der U16-Nationalmannschaft, das Team von Marc Meister. Für uns eine große Freude, weil wir ein Kompetenzteam gebildet haben, aber wir haben dieses Commitment, über die Art zu arbeiten, mit allen Nationaltrainern und Nationaltrainerinnen. Und hier sehen wir ein 4 gegen 4. Mit Linie verteidigen, das ist eine unserer Formen, das müssen wir aber nicht, ist nichts für eine Pressekonferenz, das kann man in Ruhe nochmal nacharbeiten, was für wunderbare Varianten es gibt. Wir sehen erstmal 8 Spieler und 2 Torhüter, das darf von Orange immer nur einer nach vorne verteidigen. Dadurch entsteht so ein Abwehrverhalten wie in einer Viererkette. Dann gleich mit dem Torschuss wird das Spiel frei und es ist ein freies 4 gegen 4. Wir spielen dann 30 Sekunden weiter und spielen frei. Aber der Marc hatte natürlich nicht im Trainingslager 8 Spieler und 2 Torhüter, sondern hatte 21 Spieler und 4 Torhüter mit. Und daraus entsteht dann auf dem zweiten Feld das 4 gegen 4 plus einem Neutralen mit Tore direkt oder direkt, also letzter Pass und Torschuss direkt oder nur der Abschluss direkt. Und da sehen wir, dass auf diesen beiden Feldern Fußball gespielt wird, dass auch hier mit einem anderen Schwerpunkt, wo du es vielleicht eher über Pässe ausspielst, einfach eine sehr, sehr hohe Aktionsdichte ist, ein kleines Feld, viele Wiederholungszahlen, viele Freiheitsgrade. Ja, also das spielst du ja nicht, es dominiert ja nicht der Trainer, sondern es dominieren die Spieler und Spielerinnen in den Form, also in der Form die Spieler, gleich auch die Spielerinnen, in der Art, wie sie Fußball spielen. Und dann sehen wir, dass das jetzt ein tiefer Pass, dann geht es da nach vorne. Aber die entscheidende Botschaft ist, dass wir nicht im Kinderfußball jetzt auf kleine Felder gehen und das danach ab der D-Jugend nicht mehr machen. Wir müssen das im Training machen. Und normal geworden ist einmal pro Woche. Wir wünschen uns zweimal pro Woche, auch relativ radikal im Training, dass wir so trainieren. Und wir haben eine Form hier von den U16-Mädchen von vor 2 Wochen ungefähr aus Portugal, wo wir sehen hier 3 gegen 3 mit diagonalen Anspielern. Auch eine ähnliche Entscheidung. Hier ein bisschen abgeschnittenes Feld, aber wir sehen einfach extrem viele Fußballaktionen in dem Feld. Wir haben durch die Anspieler so die lebendige Bande. Der Didi Hamann, mit dem war ich neulich mal zusammen, der ist ein bisschen kritisch, so in dem, wie er berichtet. Aber da, als ich ihm das gezeigt habe, weil er hat gesagt, die Hallensaison ist wichtig für ihn, haben wir gesagt, guck mal hier, kleine Spielform mit lebendiger Bande draußen. Der Ball kommt immer wieder zurück. Wir haben den Hallenfußball die ganze Saison. Und das hat ihn überzeugt. Und hier sehen wir einfach schon mal auch, wie viele Torschüsse, wie viele Aktionen, wie viel Defensive, wie viel Offensive, wie viel Blocken. Das ist eine wunderbare Form. Aber die U16-Nationalmannschaft hatte natürlich auch nicht nur 10 plus 2 mit, sondern sie hatten natürlich mehr Feldspielerinnen und haben sich dann entschieden, hier in dem kleinen Feld zu trainieren, gleichzeitig, parallel. Und dann 3 gegen 3 zu spielen mit tiefen Anspielern, Anspielerinnen. Und wir sehen gleich auch, was dann passiert, weil einfach diese tiefen Pässe, wenn du im Spiel, im großen Spiel dann in die Tiefe spielst, dann hast du genau diese Situation. Und da haben wir wunderbare Varianten für alle Alters- und Leistungsniveaus. Das Entscheidende ist aber, dass dadurch, dass gleichzeitig gespielt wird, die Netto-Spielzeit pro Spielerin, pro Spieler hochgeht. Hanno, du bist U18-Nationaltrainer, du bist aber auch Vater von 2 Jungs, die Fußball spielen, wo du, wenn du Zeit hast, auch zum Training gehst. Wie wichtig ist das für dich, dass einfach diese Anzahl von Minuten pro Spieler, einfach pro Woche immer wieder hochgeht und dieses auf mehreren Feldern spielen in der Entwicklung von den Spielern? Ja, ich würde es als elementar bezeichnen. Ist, glaube ich, der Schlüssel dafür, das auszugleichen, was früher in, ich sage jetzt mal, unserer Generation Normalität war. Wir sprechen darüber, dass wir bis zur U16 uns mindestens 48 Minuten netto pro Spieler wünschen. Das war eine Zeit, die haben Sandro und ich wahrscheinlich Montagnachmittag absolviert gehabt, weil wir in der Schule gespielt haben, weil wir auf dem Bolzplatz gekickt haben, bevor wir ins Training gegangen sind, viel Fußball außenrum gespielt haben. Das ist aus den unterschiedlichsten Gründen im Moment nicht möglich und deswegen ist es umso wichtiger, da den Fokus drauf zu legen, dass wir diese Netto-Spielzeit im geregelten Training gewährleisten können, in diesen kleinen Spielformen, um die ganzheitliche, das hat Hans vorhin schon angedeutet, die ganzheitliche Entwicklung der Kids, gerade auch was die Basics betrifft, da darstellen zu können und gewährleisten zu können. Und ja, ich merke das an meinen Jungs, die wachsen in den Formen, die wachsen mit dieser Intensität und sie setzen sich damit auch dann von anderen ab, die nicht so trainieren, weil sich Kinder in dem Alter sehr, sehr schnell an so ein Training gewöhnen, adaptieren und sich entwickeln. Und das ist als Trainer und Vater schön zu sehen.
Vielen Dank, Hanno. Lena, du bist Co-Trainerin der U17-Nationalmannschaft. Du warst Nationalstürmerin. Wie viel Spaß hätte dir das selbst gemacht? Und gelten die Inhalte auch für den Mädchenfußball genauso, wie wir es jetzt für den Jungsfußball besprochen haben? Ja, erstmal hallo in die Runde. Natürlich, die Inhalte gelten genauso für die Mädels, für Spielerinnen, wie sie für die Jungs gelten. Wir haben gerade ein Video gesehen von der U16-Nationalmannschaft, wie in der U17 spielen es auch regelmäßig. Und ich glaube, wir wünschen uns, dass natürlich auch einfach die kleinen Vereine, die Mädels im Alltäglichen eine hohe Wiederholungszahl haben, dass sie da immer wieder an ihre Grenzen kommen, dass sie in jedem Training eine hohe Intensität haben. Und dass sie da in jedem Training gefordert werden, weil wir natürlich auch im Frauenbereich die Situation haben, dass wir merken, andere Nationen machen Schritte nach vorne und an denen wollen wir dranbleiben. Und das, was die Nationen uns in dem Moment aktuell einen Tick voraus sind, ist eben genau das, dass sie unter höchster Intensität, unter höchstem Druck bestehen können, dass sie da trotzdem noch sauber sind. Und ich glaube, wir brauchen Spielerinnen, die das eben nicht nur bei uns dann auf höchster Ebene mal trainieren, sondern dass sie das im alltäglichen Trainingsbetrieb immer wieder haben. Und als Spielerin oder aus der Perspektive einer ehemaligen Spielerin habe ich mir natürlich oder würde ich mir genau das wünschen, dass so trainiert wird. Ich glaube, es macht unheimlich viel Spaß, viele Aktionen im Training zu haben, viele Wiederholungen, dass man gar nicht lange drüber nachdenken kann, ob eine Aktion gut gelungen ist oder nicht, sondern dass man sofort die Möglichkeit hat, sie auszubessern und mit einer guten Aktion weiterzumachen. Vielen Dank. So, wir bauen mal eine kleine Brücke, weil wir haben jetzt ganz viel über Training gesprochen. Das ist ja auch das, wo wir angetreten sind. Lass uns Training verbessern. Aber dann gab es schon auch interessante Momente. Und ein interessanter Moment war beim Jugendbeirat, wo wir hier ein Meeting hatten und das so ein bisschen vorgestellt haben. Dann auch die Frage kam, könnt ihr noch mal unterstützen, auch bei den Spielformaten? Und vor dem wollen wir uns nicht verstecken, sondern wir wollen da unterstützen. Und das ist auch wichtig. Wir aus dem Kompetenzteam entscheiden nicht, wie in den Landesverbänden gespielt wird. Das ist nicht unsere Entscheidung. Genauso wenig, wie wir entscheiden können, wie die großen Vereine oder wie insgesamt Vereine trainieren, weil es liegt natürlich immer bei dem Verein, können wir das nicht tun. Aber wir können Empfehlungen aussprechen. Wir wollen jetzt ganz konkret für das, was jetzt kommt, im Sommer 2024 nochmal unterstützen, mit dem, wie wir darauf schauen. Und das ist jetzt auch kein Alleingang von uns, sondern wir haben das in Verbandsstrukturen, in Vereine, auch in die Wissenschaft nochmal ausgearbeitet und sind da tief eingestiegen, um da nochmal Empfehlungen auszusprechen, die sehr, sehr konkret sind. Wir haben die erste Botschaft, wenn jetzt der Kinderfußball kommt, dann wünschen wir uns, alle Kinder spielen, kein Kind bleibt zu Hause. Mindestens 75% der Spielzeit pro Kind. Und von dem Prinzip, immer wenn ein 2 gegen 2 möglich ist, dann wird ein zusätzliches Feld aufgebaut. Und das ist das, was wir uns wünschen. Weil wir haben natürlich Rotationsregeln. Und wenn wir die nach unten ausschlachten, dann haben wir pro Feld auf einmal jeweils 3 Rotationsspieler. Und dann stehen wir, dann passiert natürlich auf diesem Feld weiter viel, aber jedes einzelne Kind hat weniger Aktionen, als es haben könnte. Und wenn wir das über die Jahre sehen, dann spielt das eine Rolle. Und alle spielen immer ist für uns eine wesentliche Botschaft in dem Wissen, dass wenn jetzt beide nur einen Rotationsspieler haben, kannst ja kein 2 gegen 2 mehr aufmachen, dass es Szenarien gibt, wo wir die Rotationsspieler auch nutzen wollen. Aber wir bitten darum, erstmal in der Kaderbenennung keine Kinder zu Hause zu lassen, bitte nicht auf 12 reduzieren oder so, sondern einfach alle mitnehmen und dann Felder aufbauen und am Ende sogar kreativ werden. Dann spielst du halt auf Hütchen oder auf Stangentore. Aber alles ist besser, wenn wir zum Sport gehen, als die Bank oder noch besser nicht im Kader oder noch schlechter noch nicht im Kader. Deswegen ist das für uns eine wesentliche Botschaft. Sandro, du bist ja auch in dem Kinderfußball drin. Wie siehst du das? Glaubst du, dass das wichtig ist? Oder glaubst du, dass das so automatisch gemacht wird? Oder gibt's da Potenziale bis jetzt? Ich glaube, Potenzial ist schön ausgedrückt. Ich finde dieses, wenn wir noch mal eine Folie zurückgehen, elementar. Ich glaube, dass der ein oder andere Trainer das jetzt gut meint, leider dann nicht optimal ausführt.
Die wollen natürlich jetzt, wenn du einen Kader hast von 15, 16, 17 Jungs oder Mädels, möchtest du natürlich allen Spielzeit geben. Ist in den aktuellen Formen nicht gewährleistet, weil wenn du 7 gegen 7 spielst, 6 gegen 6, 8 gegen 8, 9 gegen 9, bleiben halt einfach viele Spieler draußen. Deswegen müssen welche am Wochenende zu Hause bleiben. Was natürlich völliger Irrsinn ist. Und das ist komplett gegen das Freude, Intensität, Wiederholung und dass die Kinder Fußball spielen. Und deswegen, es ist ja, ich habe das jetzt am eigenen Leib gesehen, weil ich jetzt ein paar Wochen immer wieder dabei war bei meinem Großen. Der ist jetzt, wie alt ist denn der? Bei 4 Kindern muss ich mal überlegen. Der ist 10, wird jetzt 11. Ist halt auch so, dass dann ein oder andere Spieler mal zu Hause bleibt, dass sie sich durchrotieren und das ist natürlich schade, das sind enttäuschte Kinder und wir müssen ja schauen, dass wir die Kinder bei Laune halten und wirklich lange am Fußball lassen, aus natürlich tausend Gründen, aus Gründen, weil wir natürlich irgendwann oben gute Mädels, gute Jungs haben wollen, aber auch einfach aus Gründen, die auf die Sportplätze zu bekommen, in soziale Auseinandersetzungen zu bekommen, in positive soziale Auseinandersetzungen, auch mal negative, was einfach wichtig ist, bevor sie hier die ganze Zeit an dem Scheißding hängen oder an der Playstation, ist es einfach wichtiger, die auf die Plätze zu bekommen. Deswegen, kein Kind bleibt zu Hause, ist für mich als Familienvater elementar und es gibt ja so viele tolle, aktive Eltern und kreative Sachen, wo man mit Hütchen oder kleine Tore einfach noch ein zweites Feld aufbaut und ein bisschen kreativ sein und dann ist es für alle ein absoluter Mehrwert. Von dem her, das ist für mich persönlich ein Riesenthema. Vielen Dank. Tut mir leid für mein vulgäres Wort. Ich finde es noch harmlos, ehrlich gesagt. Ich kenne dich noch anders. Wir haben das Thema Regelmäßigkeit. Wir können das einmal ganz kurz nur streifen. Wir haben verschiedenste Möglichkeiten. Wir haben Festivals, Turniere, Ligen, Freundschaftsspiele, Hallenfußball in verschiedenen Altersklassen. Wenn die kleiner sind, eher das Festival. Aber für uns ist die Regelmäßigkeit entscheidend. Und wenn jetzt da auch in einem G-Jugendbereich oder in einem F-Jugendbereich einfach zwei Trainer sind und die wissen, die sind ungefähr, sind coole Mannschaften, die können immer gegeneinander spielen, dass es ganz klar ist, dass ich das jede Woche versuche. Und wenn wir dann die Augen nochmal öffnen und wir haben jetzt diese mehreren Felder, dann kannst du natürlich die aus dem Bambini-Bereich, die schon im Altjahrgang sind und die schon weit sind, auch in den Feldern bei der F-Jugend mitspielen lassen. Du kannst die aus der F-Jugend, die Bock haben, die das in sich tragen, in den E-Jugendfeldern mitspielen lassen. Dass wir diese Regelmäßigkeit gewährleisten und den Kids, die den Fußball auch in sich tragen, einfach oft die Möglichkeit geben zu spielen. Und das ist gerade, wenn wir über mehrere Felder denken, halten wir das für wichtig. Und wir brauchen diese unterschiedlichen Aspekte. Weil so gut wie Festivals sind, wenn es dann nur 16 im Jahr sind, dann fehlen uns Spielerfahrungen. Und wir brauchen Regelmäßigkeit im Training, aber auch im Spielbetrieb. Wir können von da aus wieder noch einen weitergehen. Wir haben, dadurch, dass wir auf mehreren Feldern spielen, etwas, was neu ist und wo wir reinwachsen müssen als Fußball-Deutschland. Und wir brauchen nicht für jedes Feld immer Trainer, die da die Trainer und Trainerinnen, die coachen und die das Ganze erklären können. Was wir brauchen, sind Spielfeldbegleiter und Spielfeldbegleiterinnen. Mein Bruder trainiert jetzt seinen 5-jährigen Sohn in den Bambinis. Und wenn du Bambini-Training machst, die sind 5 Jahre alt, da kannst du schwierig alleine 4 Felder aufbauen, weil größer als 2 gegen 2 macht den Bambinis eigentlich keinen Sinn. Also sind immer 3 oder 4 Eltern mit auf dem Platz, die das Ganze unterstützen. Was ist die Aufgabe? Die Felder aufzubauen, zu unterstützen, wer wann wo spielt, die Kinder zu unterstützen in den Pausen während der Spiele und dass die Regeln umgesetzt werden. Das heißt, wir brauchen einmal, wenn wir gleich auch über Spielregeln sprechen, einfach, dass wir darin klar werden und es ist nicht so schwer, aber wir brauchen Spielfeldbegleiter und Spielfeldbegleiterinnen. Das heißt, zum Beispiel in einer WhatsApp-Gruppe, was heute alles möglich ist, mit den Eltern zu fragen, wer ist dafür bereit, einen Elternabend zu machen und dann für Training aus diesem Pool die Mamas und Papas dazu zu holen. Was übrigens auch eine goldene Zeit sein kann, mit den eigenen Kindern so nah am Platz zu stehen. Und dafür muss man nicht Trainer sein, sondern man muss gut begleiten können und unterstützen können. Weil alleine schaffst du es nicht, mit den 5-Jährigen auf 4 Feldern gleichzeitig zu trainieren. Das ist so, als würde ich zum Kindergeburtstag die alle einladen, ins Zimmer sperren, 2 Stunden später mal gucken, was passiert ist. Das würde auch keiner machen. Und deswegen brauchen wir diese Rolle. Hanno, wenn du auf die Spielfeldbegleiter und Begleiterinnen schaust, was wünschst du dir von der Rolle sowohl am Spieltag? Weil wir brauchen das ja am Spieltag auch. Da sind auch nicht alle Felder mit Trainern besetzt. Auch da brauchen wir Spielfeldbegleiter und Begleiterinnen. Was wünschst du dir von dieser Rolle? Ja, ich wünsche mir die Offenheit, vielleicht auch ein bisschen den Mut der Eltern, sich zu beteiligen, die Zeit mit ihren Kindern zu verbringen, für die Kinder da zu sein. Und
wir wollen heute ganz klar sagen, man muss keine Scheu haben. Es wird nicht erwartet, da fußballspezifisch tief zu coachen, die Kinder anzuleiten, sondern es geht darum, das Spielfeld am Laufen zu halten. Es geht darum, zu organisieren, dass nächster Ball kommt. Es geht darum, die einfachsten Regeln einzuhalten, dass die Kleinen von klein auf auch damit konfrontiert werden. Es gibt in dem Sport Regeln, wenn der Ball im Aus ist, dann geht es so weiter. Ich kann dem anderen nicht mal ohne Konsequenzen direkt vors Schienbein treten. Das da begleitend, und ich glaube, dieses Wort Begleiter, Spielfeldbegleiter, drückt es das perfekt aus. Das ist das, was wir brauchen und was wir uns wünschen von den Eltern, dass sie ihre Kinder da unterstützen, in einen tollen Sport einzutreten und sich in dem zu entwickeln. Und spätestens ab der D-Jugend ist es ja dann so, dass in den Feldern auch ein Schiedsrichter wichtiger Bestandteil des Spiels ist. Und dann kann ja die Frage erlaubt sein, warum können sie es nicht von klein auf mit jemandem lernen, der sie begleitet, während des Spiels die einfachsten Regeln einzuhalten und in dem Spiel zu wachsen. Vielen Dank. Wir haben in der Kommunikation, wir haben das Thema, die Kinder sollen viel selbst klären. Das ist auch völlig korrekt, aber wir müssen trotzdem die Fairness auf den Sportplätzen haben. Und ich finde es ganz gut, wer hier mit mir hier oben sitzt, weil da weiß jeder, wir spülen nichts weich in diesem Konstrukt. Aber es ist schon so, dass wir auch die Werte und die Fairness in den Vordergrund stellen müssen. Ob der Ball jetzt 10 Zentimeter im Aus war oder nicht, es gibt so viele Situationen, die sind irgendwo dazwischen, die kann man so und so entscheiden. Da muss ein Spielfeldbegleiter einfach sagen, weiter, oder können die Kinder auch selbst klären. Wenn aber in die Beine getreten wird ohne Ball, wenn zum Beispiel statt einzudribbeln der Ball ins Feld geworfen wird, um hinterherzulaufen, und die Argumentation ist, die Kinder sollen das selbst klären, dann sind wir damit auf dem falschen Weg, weil dann wird es so ein bisschen Anarchie und dann wird das auch genutzt. Und deswegen wünschen wir uns, dass die Spielfeldbegleiter und Begleiterinnen auch die Fairness in den Vordergrund stellen, sich nicht ganz rausziehen aus dem, was da passiert. Weil sonst verlieren wir so ein bisschen auch die guten Leute, die den Sportgeist haben, und die wollen wir natürlich auf den Plätzen haben. Und das gibt auch schon für die ganz Kleinen, dass es natürlich darum geht, auch grundsätzliche Regeln des Miteinanders zu lernen. Wir haben ein weiteres Thema. Und das ist, wenn wir jetzt diese Felder zusammensetzen im Training und im Spiel, dann ist es für uns wichtig, dass wir für alle Leistungsklassen Felder haben. Wir haben eine riesige Chance, alle Niveaus abzuholen. Das heißt, wir haben, wenn wir ein Gold-Silber-Bronze-Feld haben, und wir haben auf dem ersten Feld, haben wir gerade schon kurz skizziert, die im November geboren sind, die gerade erst angefangen haben, in dem Bronzefeld, dann spielen die auf ihrem Niveau. Wir haben das Silberfeld, wo das mittlere Niveau ist, und wir haben das Goldfeld, wo die schon weiter sind. Weil wir haben dadurch eine Spitzenförderung, weil die, wenn ich jetzt ein 3 gegen 3 spiele mit denen, die schon weit sind, habe ich eine Spitzenförderung. Und auch das wollen wir ja. Wir wollen ja nicht das Land sein, was verhindert, dass jemand gut wird. Und wir haben aber auch die unterschiedlichen Niveaus. Lena, das ist für die Einbindung der Mädchen, glaube ich, ganz entscheidend, dass wir auf allen Niveaus, ich weiß, du hättest immer auf Gold oder auf Platin gespielt, aber ich glaube, wir haben alle Angebote, dann, die wir im Training schaffen, aber auch am Spieltag im Kinderfußball, dass wir die Mädchen gut einbinden können, oder? Ja, ich glaube, die Möglichkeit auf mehreren Feldern, und man kann es ja auch Gold, Bronze und Silber nennen, zu spielen, bietet einfach die Möglichkeit, dass Mädels sehr, sehr gut integriert werden können, weil es eben nicht irgendwie die Entscheidung getroffen werden muss zwischen einem Jungen, der spielt, oder einem Mädchen, der spielt, sondern es spielen alle. Und wir haben ja auch eine Statistik, dass sehr, sehr viele Mädels dann irgendwann aufhören mit dem Fußballspielen. Und ich glaube, sie hören auf, weil die Freude verloren geht. Und die Freude soll immer bestehen bleiben. Und diese Freude kommt nur, wenn man regelmäßig spielt, wenn man in seiner Leistungsklasse auch spielt. Und ich kann da aus meiner eigenen Erfahrung berichten, wenn man merkt, man ist vielleicht ein bisschen unterlegen, und das sind ja häufig auch eher körperliche Unterschiede, die in dem Alter den entscheidenden Punkt spielen, dann hört man auf zu spielen. Und das ist am Ende das, was uns dann auch wiederum oben fehlt, die Breite, weil zu viele Mädels aufhören zu spielen. Und das Spielen sowohl unter der Woche auf mehreren Feldern, aber eben auch am Wochenende bietet die Möglichkeit, dass Mädels sehr, sehr gut damit gefördert werden können und den Spaß am Fußball nicht verlieren und dabei bleiben. Vielen Dank. Also möglichst gleich starke Felder, ähnliches Niveau im Training und Spiel halten wir für wichtig. Wir sehen das auch gleich nochmal mit den aufsteigenden Feldern, wie das am besten umsetzbar ist. Wir können mal einen Schritt weitergehen, und wir wollen konkret nochmal kurz alle Altersklassen bis zur E-Jugend anreißen. Die Spielformate, das ist eigentlich auch genauso, wie es drin steht, 2 gegen 2 oder 3 gegen 3. Wir glauben, 2 gegen 2 ist noch besser mit den Kleinen,
aus organisatorischen Gründen kann es auch ein 3 gegen 3 sein am Spieltag. Gleich starke Mannschaften haben wir erklärt, Gold, Silber, Bronze müsste klar sein. Und das ist eigentlich die Organisation mit den 4 Minitoren, einfach Fußball zu spielen. Natürlich kannst du dann 2 gegen 2 mit Bambinis auch auf ein Minitor spielen. Also das ist jetzt nicht zwangsläufig, dass da immer 4 Tore stehen, 4 kleine Tore stehen müssen. Aber das ist erstmal das, was wir für die Bambinis wichtig finden. Die F-Junioren. Und hier gibt's ja eine Range. Und also es gibt in dem, wie das jetzt rausgegangen ist, gibt es eine Flexibilität in der Größe der Formate. Und wir sind nicht die entscheiden, was wo gespielt wird. Aber wir bevorzugen für die F-Jugend Spielformate, die nicht mehr als 3 Feldspieler haben. Das heißt, ein 3 gegen 3 auf 4 Minitore oder aber ein 3 gegen 3 plus Torwart, was auch ein wunderbares Spiel ist, weil wir dann einfach alle involviert haben. Wir haben dann alle in Aktion und können bestmöglich fördern. Wenn die Formate größer werden, halten wir das für problematisch, einfach in der Förderung. Und wir glauben, das bestmögliche Format ist nicht größer als 3 gegen 3. Wollen wir deswegen 5 gegen 5 ganz weghaben? Nein, aber wir wollen schon sagen, wenn jetzt überall überlegt wird, wie spielen wir denn eigentlich, dass von uns die Empfehlung kommt, 3-3 ist besser, weil einfach mehr Aktionen sind. Wir haben den Andreas Kronberg hier als Bundestorwarttrainer und wir haben jetzt das erste Mal hier in der F-Jugend schon die Torhüter drin. Wir haben ja auch gerade die Bilder vom Training gesehen. Uns ist ja ein Herzensanliegen, auch alle Positionen zu erwischen und niemanden auszuschließen. Wie ist deine Perspektive auf die Entwicklung der Torhüter, sowohl in den Spielformaten, wenn die jetzt kleiner werden, aber auch in der Trainingsphilosophie Deutschland? Erstmal auch von mir, hallo an alle. Wenn ich diese Spielformen sehe, dann fällt sofort auf, genauso wie beim Feldspieler hat der Torwart viele Wiederholungen, er hat viele Aktionen, und zwar Aktionen im Strafraum, was total spielnah ist. Er muss mitspielen, sprich Bälle auf einem engsten Raum auch abfangen. Er muss Bälle mit dem Fuß weiterspielen. Dann muss er die Vorderleute organisieren. Er muss die ganze Zeit aufpassen, weil er kann da nie abschalten. Und das ist also auch für einen Torwart die effektivste Spielform, die es gibt, meiner Meinung nach. Man kann das ergänzen beim Torwart, logischerweise, indem man ihn vorbereitet auf diese Aktion. Gerade die Grundtechniken kann man da im Vorfeld Übungen machen. Da haben wir ein Programm entwickelt beim DFB, was wir zur Verfügung stellen. Und wenn man das so angeht, dass man davor einen Block hat, wo man mit dem Torwart das einüben kann, da geht es um ganz viel koordinative Geschichten, Beweglichkeit, aber eben dann auch diese Basistechniken, die Grundlage bilden für alles das, was danach kommt. Ich glaube, dann haben wir auch für die Torhüter eine sehr gute Geschichte. Vielen Dank. Und hier sehen wir schon auch eine Unterschiedlichkeit, wie wir die Felder aufbauen können, mal auf E-Jugendtore, manchmal auf die 4 Tore. Und hier nochmal von uns die Empfehlung, 3 Feldspieler als größtes Format für die F-Junioren. Bin ich gespannt, wie es dann gespielt wird. Und die E-Junioren. Bei uns ist das bevorzugte Format nicht größer als ein 5 gegen 5. Auch da man kann das auf 2 Feldern spielen. Wir haben dann gleich nochmal wenig Kinder oder mehr Kinder da. Das ist ja total, wenn wir es jetzt gut machen, werden es ja immer mehr Kinder. Also müssen wir auch immer mehr Kinder versorgen, die dann sinnvoll gefördert werden. Weil es ist ja schön, wenn wir die erstmal zum Fußball kriegen. Aber sie sollen ja dabei bleiben und sich dann auch entwickeln können. Und hier sehen wir dann mal so ein Feld, so 2 Felder, 5 gegen 5. Bei 10 bis 12 Spielern, bei 12 wäre jeweils ein Rotationsspieler draußen. Wir sehen schon wieder auch die Einbettung der Torhüter. Wir haben es schon so, ich habe mir das jetzt in Wolfsburg beim Tag des Kinderfußballs bei der Tour. Da haben sie es genau so gespielt, genau in den Strukturen. Es gibt da schon das Thema, dass wir aufpassen müssen. Also im schlechten Fall 3 Rotationsspieler pro Feld und die schießen die ganze Zeit am Tor vorbei und der Ball ist immer weg. Und dann sinkt die Netto-Spielzeit ohne Ende ab. Also wir können durch die Anzahl der Rotationsspieler, dass wir die runterfahren, die Netto-Spielzeit pro Kind erhöhen. Und es wäre gut, wenn wir auch 2 oder 3 Bälle pro Feld hätten, dass es schnell weitergeht. Weil am Ende geht es dann darum, dass wir einfach auch viel spielen, dass jedes einzelne Kind viel spielt. Und das sind so einfache Tricks. Einfach ist relativ, weil die Bälle muss ja auch jemand holen dann, sonst sind sie geklaut.
Aber es wäre wichtig für die Kids, dass wir an solche Dinge denken, dass einfach wirklich, wirklich jedes Kind viel spielt. Und im 5 gegen 5, wer 7 gegen 7 kennt, das betrifft nicht nur den Fußball, sondern das betrifft auch andere Mannschaftssportarten. Im 7 gegen 7 spielen meistens von jeder Mannschaft schon nur drei mit. Beim 5 gegen 5 sind natürlich alle erstmal mehr involviert. Dann trotzdem die schon weiter sind, öfter den Ball. Aber sind natürlich mehr involviert und deswegen für uns ein ganz tolles Format. Und wir klicken da einmal durch. Weil bei vielen Kindern bedeutet es, dass wir solche Aufbauten brauchen, wo wir sagen können, natürlich am Festival ist es nochmal, dann hast du noch mehr Felder und noch mehr einfach Möglichkeiten, auch mit aufsteigenden, absteigenden Feldern wieder zu spielen. Und dann hast du hier die Möglichkeit, einfach auf unterschiedlichen Feldern zu spielen. So ein 5 gegen 5 kann man auch super auf kleine Tore spielen, mit einer Schusszone und da agieren. Aufsteigende, absteigende Felder heißt, und das wünschen wir uns, weil jetzt können wir natürlich sagen, wenn wir gleich starke Felder machen, wie ist das organisiert? Spielen jetzt immer die gleichen gegen die gleichen, aber wenn wir jetzt beim Festival 10 Felder haben und immer wenn du gewinnst, rückst du auf Richtung 1 und wenn du verlierst, rückst du ab Richtung 10, dann hast du, obwohl du ungefähr auf deinem Niveau spielst, immer wechselnde Gegner und dann haben wir auch sofort die Rückmeldung, ob ich jetzt erfolgreich war oder nicht und ich will natürlich am Ende auf Feld 1 spielen. Und da haben wir in der Organisation die einfachste Möglichkeit, wechselnde Gegner zu haben und trotzdem, dass nicht die von Feld 1 zwischendurch immer gegen die von Feld 10 spielen, weil das hilft dann wieder keinem, sondern dass wir ungefähr auf unserem Niveau bleiben. Und da wünschen wir uns natürlich auch, dass die Festivals, aber auch Freundschaftsspiele und so weiter, kann ich natürlich in dieser Form wunderbar durchführen. So war es jetzt auch in Wolfsburg und hat große Freude gemacht, dazu zu schauen. Wurde viel gejubelt auf dem Platz, auch wurde sich auch viel geärgert. Ich habe beides gesehen. So. Das ist das, womit wir sofort helfen wollen für den Sommer 24. Und jetzt bitte ich auch euch um präzise Berichterstattung, weil jetzt kommt das, was wir für die Zukunft sehen. Und wir haben ein paar Dinge durch die Reform nicht gelöst. In der D-Jugend wird heute 9 gegen 9 gespielt. Das heißt, wir wollen das jetzt im Kinderfußball top machen und bilden aus und alle sollen spielen und entwickeln sich weiter. Und dann in der D-Jugend ist es 9 gegen 9. Das heißt, die Anzahl der geförderten Kinder ist, was ist das, 12? 3 werden regelmäßig eingewechselt, die anderen eher nicht. Das heißt, wir reduzieren die Anzahl der geförderten Kinder, um in der C-Jugend beim 11 gegen 11 wieder mehr zu brauchen. Und dieser Bruch, der ist durch die Reform, die wir heute haben, nicht gelöst. Und wir müssen anfangen, darüber zu diskutieren, ob wir für die Zukunft zum Beispiel ein 7 gegen 7 als Zwillingsspieler auf 2 Feldern spielen. Was ein tolles Spiel ist. Viele NLZ treffen sich eh schon und spielen in diesem Format, weil du hast dann immer 14, die immer spielen. Wenn du dann 20er Kader hast, kannst du sogar wieder zwei kleine Felder noch aufbauen. Dass wir einfach diese Förderung nicht nur für alle Kinder, nicht nur bis zur E-Jugend machen, sondern bis zur D-Jugend. Das ist ein Unterschied. Weil Ende D-Jugend ist Ende 6. Klasse ungefähr. Dann kriegen wir natürlich, gewinnen wir Zeit und haben dann immer noch 6 Jahre Zeit, uns danach an das 11 gegen 11 zu gewöhnen. Hanno, was würdest du sagen? 7 gegen 7 auf 2 Feldern. Du kennst dich in dem Altersbereich auch gut aus. Gefällt dir die Idee? Ich finde es überragend. Unterm Strich steht, man bekommt mehr Spieler auf dem Platz. Es sind mehr Spieler in Aktion, wenn ich zwei Felder habe und auf jedem Feld spielen dann 14 Kids. Dann habe ich viel mehr in Bewegung und diese Aussage, die ganz am Anfang getätigt wurde, alle spielen immer. Ich glaube, das ist das Wichtige, was wir rüberbringen wollen und müssen. Man kann dann immer diskutieren, wie es danach weitergeht und welches Feld wie behandelt wird. Aber auch jedem Elternteil und jedem Kind muss klar sein, wenn wir nur 9 gegen 9 spielen, bin ich vielleicht derjenige, der nur auf der Bank sitzt oder der an dem Wochenende zu Hause bleiben muss und gar nicht mit den Kumpels spielen darf. Wenn wir 2 Felder aufbauen, vielleicht sogar ein drittes kleines Feld, bin ich immer mit meinen Kumpels zusammen, kann Fußball spielen, kann mein Hobby ausführen. Und wir sprechen auf der einen Seite ja von der Elite, wir sprechen aber auf der anderen Seite auch von der Basis, von den Kids, die einfach Spaß an ihrem Hobby haben, die sich aus gesundheitlichen Gründen bewegen, die einen Ausgleich brauchen, indem sie Sport treiben, die gesellschaftliche Werte mitnehmen sollen, die teamfähig werden sollen, die als junge Menschen wachsen sollen. Und ich glaube, das geht nur, wenn ich es auch umsetzen kann und nicht, wenn ich alleine zu Hause auf der Couch sitze. Und von daher ist das nur ein kleiner Schritt, diese Veränderung vom 9 gegen 9 ins 7 gegen 7, aber allein mehrere Felder aufzubauen und in dem Alterssegment auch mehr Aktionen zu haben und Fußball zu spielen, das alle spielen, ist, glaube ich, essentiell. Sandro, du hast genickt. Bist du eingenickt oder war das Zustimmung? Eingenickt nicht, obwohl ich gestern nach dem Spiel noch hergedüst bin.
aber absolute Zustimmung. Also ich kann mich da auch nur wiederholen. Ich finde es einfach tragisch, wenn Kinder zu Hause bleiben oder draußen sitzen, weil ich es immer wieder gesehen habe. Ehrlicherweise auch im eigenen Jugendalter war ich auch oft draußen. Ich glaube nicht, dass der Melak eher am Trainer, aber kann man noch mal in einer anderen Konferenz vielleicht dann hier erörtern. Aber grundsätzlich finde ich schon, dass es einfach auch mir persönlich das Herz zerreißt, wenn ich dann sehe, der Familienvater, Samstag fährt er da eine Stunde hin, im schlimmsten Fall oder in vielen Fällen. Und dann sieht er seinen Sohn da nur auf der Bank. Und dann, wenn es hart auf hart kommt, wechselt er natürlich nicht ihn ein, weil sie noch gewinnen wollen. Und deswegen, alle spielen immer, ist für mich schon elementar. Und deswegen bin ich auch hier total gerne dabei, ehrlicherweise, weil man sinnvolle Sachen anschieben kann. Vielen Dank. Also nochmal, das ist nichts für Sommer 24. Nicht, dass ihr schreibt jetzt, dass das so verstanden wird. Und das Zweite, was wir diskutieren möchten, ist, wir haben in Deutschland in vielen Orten das geerbte Ligenrecht. Das heißt, die D-Jugend steigt auf, spielt dann, alle gehen raus, die aufgestiegen sind, und die C-Jugend spielt wieder Kreisklasse. Wozu führt das, wenn wir jetzt so, wir machen das jetzt richtig gut und dann gibt es irgendwo Inseln, wo Spieler gut werden. Das heißt, da gibt es irgendwo einen verrückten Vater oder eine verrückte Mama, die sagen, ey, wir trainieren jetzt dreimal die Woche, die Schule spielt noch Fußball, die werden, entwickeln sich toll. Und heute ist es so, dass ganz viele zu einem Vereinswechsel gezwungen werden, weil sie das Ligenspielrecht nicht haben, ab der D-Jugend. Und dadurch entwurzeln wir natürlich auch ein bisschen die Kids, und die etwas größeren Vereine können es über Kaderplanung lösen und nicht über Entwicklung. Und wir würden uns natürlich wünschen, dass eine Mannschaft weiter auf ihrem Niveau spielen kann. Also Beispiel, eine Selbsteinschätzung in der Liga, Gold, Silber, Bronze, können wir dabei bleiben. Und ich kann in diesem Jahrgang, mit diesem Jahrgang auf dem höchstmöglichen Niveau spielen, wenn die Kinder sich gut entwickelt haben. Und das werden wir jetzt mal ausarbeiten, im Detail auch, und dann demnächst mal irgendwo vorstellen, als Diskussionsgrundlage für alle Verantwortlichen, dass man überlegt, wie ist sowas denn umsetzbar, wollen wir das? Wollen wir den Weg gehen? Ist das möglich, auch in der Digitalisierung, in der Umsetzung? Aber das ist etwas, wo wir finden, dass wir da rein müssen. Da hat auch jeder eine Geschichte zu. Also jeder hat eine Geschichte, die C-Jugend ist aufgestiegen, die sind in die B-Jugend gegangen, die nächste C-Jugend ist wieder abgestiegen und eigentlich hat keiner auf seinem Niveau gespielt, und die aufgestiegen sind, hatten gar nichts davon. Und die wechseln dann den Verein. Und dann hast du die du später fürs Ehrenamt brauchst, nämlich die besten drei aus deiner Mannschaft, die eigentlich mit dem Verein verbunden sind, die sind dann gar nicht mehr da. Und das sind Themen, die sind dadurch jetzt nicht behoben. Wir wollen aber gerne darüber diskutieren. Wir haben noch einen Sidekick. Wir wissen, das ist ungewöhnlich lange für eine PK, aber das ist ja auch ein wichtiges Thema. Keine einzelne Organisation kann dafür sorgen, dass Spieler und Spielerinnen richtig gut werden. Das heißt, wir brauchen übergreifende Konzepte. Ein Beispiel, ein Trainingskonzept bei einem Verein kann so sein, dass nicht die F-Jugend zweimal Training hat und die E-Jugend zweimal Training hat, sondern alle zusammen haben dreimal Training. Und dann können die Kinder, die richtig Bock haben, dreimal die Woche zum Training kommen. Dann werden die kleinen Felder aufgebaut, dann hast du die Spielfeldbegleiter, dann wird einfach Fußball gespielt. Und dadurch gewinnen wir zusätzliche Trainingszeiten, wenn wir da offene Konzepte hinbekommen. Ist einfach ein Gedankenspiel, wo viele Leute jetzt mich auch angucken, krass, haben wir noch gar nicht drüber nachgedacht, und was auch schon umgesetzt wird an manchen Orten. Wir haben die Schule, das größte Potenzial steckt im offenen Ganztag. Wir haben, da wollen wir gleich auch ein bisschen was zu zeigen. Wir haben natürlich eine Situation, dass die Kinder viel länger in der Schule sind. Wir haben ja auch einen verpflichteten Ganztag, also das Angebot ist ja verpflichtend ab 2026, glaube ich. Und wenn wir es da schaffen, Fußball für alle anzubieten, dann wäre das wunderbar und ein Traum. Auch dem wollen wir uns stellen. Wir haben die Freizeit, wir haben die Fußballschulen, die kosten natürlich Geld, aber auch da wird zum großen Teil wunderbares Training gemacht. Und wir haben andere Sportarten, das heißt, das, was wir hier heute betreffen, wir machen das jetzt für den Fußball, weil wir aus dem Fußball kommen, aber das ist ja gesamtgesellschaftlich eigentlich egal, ob es dann Handball oder Fußball oder Hockey ist, wenn wir ehrlich sind, sondern es geht darum, dass Sport gemacht wird und dass sich bewegt wird. Das heißt, das gilt natürlich auch für andere Sportarten. Um dieses Thema Schule einmal zu skizzieren, wenn wir es schaffen, dass die Vision ist die Schule des Kleinfeldfußballs, und wenn wir es schaffen, dass wir diese Prinzipien aus der Trainingsphilosophie und aus dem neuen Kinderfußball auf den offenen Ganztag übertragen, dann gibt es natürlich ein freiwilliges soziales Jahr, es gibt einen Bundesfreiwilligendienst, es gibt viele lizenzierte Trainer und Trainerinnen, und wenn wir diese Spielfeldbegleiter, wenn wir das verstehen, was man da machen muss, dann haben wir eine Situation, wo wir vor allem bei Schulen, die eine Sporthalle haben, Zugang zu einer Sporthalle haben oder zu einem Sportplatz jeglicher Art, eine Möglichkeit, diese Prinzipien auf die Schule rüberzubringen.
Und was passiert dann, wenn wir die Schule des Kleinfeldfußballs haben? Dann hätten wir ein Sportangebot für alle Leistungsniveaus auf einer täglichen Basis. Das heißt, auf den unterschiedlichen Feldern können alle mitspielen und nicht nur die, die eh im Verein sind und die eh schon weiter sind. Und dann spielen die 8 gegen 8 oder 10 gegen 10 oder 12 gegen 12 im schlechtesten Fall, weil einfach so viele Kinder im offenen Ganztag sind. Wir hätten aber auch einen besseren Betreuungsschlüssel für die, die nicht Fußball spielen wollen. Das heißt, wenn jeden Tag 20 Kinder bei einer Grundschule aus dem Fußballspielen gehen, dann hast du natürlich einen besseren Betreuungsschlüssel für die, die da bleiben, die andere Interessen haben. Und wie das aussehen kann, dazu haben wir zum Abschluss 2 Bilder dabei. Das haben wir gedreht in der Halle. Kannst du einmal anhalten, wenn das überall 3 gegen 3 steht. Genau. Bitte, danke. Noch ein Stück weiter, weil da kommen gleich noch die Bänke rein. Ah, doch nicht. Das ist aus der Halle. Genau, wir haben hier 3 gegen 3 gespielt auf 4 Feldern. Das sind 30, ja, mach's einmal nochmal dahin, wo es, das sind 30 Kinder. Ich habe das auch in der Schule gemacht. Der Daniel Stredak hat das neulich auch in der Schule genauso gemacht. Das Bild sehen wir gleich auch nochmal auf dem Platz draußen. Und jetzt spielst du auf 4 Feldern 3 gegen 3. Das heißt, wir haben 24 Kinder, die immer spielen auf den unterschiedlichen Niveaus. Also teilst natürlich dann auch so ein bisschen so ein. Siehst dann nur zu, dass das Spiel läuft. Die Tore in der Mitte können Bänke sein, können Kästen sein, das kann ja alles sein. Es müssen ja keine Minitore sein, sondern es kann alles sein. Und bei 24 Kindern, die gleichzeitig spielen, haben wir 6 Pause. Und diese 6 Kinder, die Pause haben, sind die Spielfeldbegleiter. Weil du dann 4-mal 3 Minuten spielst und das 5. Mal hast du Pause, wenn du durchrotierst und sorgst nur dafür, dass der Ball schnell wiederkommt. Und wenn wir das im Schulsport machen, dann steigt das die Intensität. Und zwar außergewöhnlich, wie schnell das Spiel wird, weil sonst dauert das Ballholen ja immer gerne ein bisschen, vor allem im Breitensport. Und da haben wir natürlich eine super Möglichkeit und haben das auch nochmal in einem zweiten Video hier auf dem Platz draußen. Daniel, willst du es einmal kurz erzählen, was du gemacht hast? Genau, wir waren hier an der Schule, ja, das ist so ein Hartplatz, und haben hier 4 Felder aufgebaut mit verschiedenen Toren, entweder mit Minitoren oder dann oben an der Stelle mit Hütchen, also auch relativ einfach. Und es sind hier 30 Kinder auf dem Platz, also es sind jeweils 3 gegen 3 in den Feldern, und in der Mitte zwischen den Minitoren, da könnt ihr noch die Spielfeldbegleiter sehen. Und was total schön war, rechts unten, da stehen die ganzen Lehrer, die natürlich da dabei waren und sich dann gefreut haben, sich dachten, okay, da kommt jetzt der DFB-Trainer und die machen da jetzt Training und coachen und sind total wild, und dann klappt das natürlich, bei uns geht es nicht. Und dann waren wir da draußen gestanden, haben gesprochen, haben gesagt, ach, ist ja total spannend, das läuft ja von alleine. Ihr müsst ja gar nichts machen, das läuft ja. Und dann sind wir da so ins Gespräch gekommen, und das war total schön für mich, dann auch die Rückmeldung, dass die Lehrer dass die dann gesehen haben, okay, das ist auch für uns möglich, für uns nicht lizenzierte Fußballtrainer, wir müssen einfach nur das Setting schaffen und die Kinder reinbringen und gucken nach Fairness, gucken nach Organisation, und dann kann es gut laufen. Und wir können 30 Kinder auf einem Platz beschäftigen und Sport treiben lassen. Und das ist ein kleiner Platz, ne? Das ist jetzt nicht das könnte man jetzt denken, das wäre so ein Riesenfußballplatz, das ist ein Bolzplatz. Und dem werden wir uns ein bisschen annehmen. Wer das heute Nachmittag drehen wir nochmal ein Kontextvideo dazu, wo wir das aus den verschiedenen Perspektiven auch dann irgendwann nutzen können für den Bereich Schule. Und die Vision davon, dass wir als Deutschland überlegen, was machen wir denn mit den Kids, wenn die jetzt länger in der Schule sind? Wie kriegen wir die bewegt? Weil die positiven Auswirkungen auch auf die Gesundheit, körperliche Gesundheit, mentale Gesundheit, die sind ja, das weiß man ja, also Sport und Ernährung sind jetzt nicht so unwichtig. Das heißt, da sollten wir ja drüber nachdenken. Und da können wir einen Impuls liefern. Und dann geht es natürlich darum, dass es an unterschiedlichen Orten mit unterschiedlichen Gegebenheiten diskutiert wird, wie ist es denn umsetzbar. Aber wir glauben, dass darin ein großes Potenzial steckt. Und wenn man jetzt an seine eigene Schulzeit denkt, man hätte die Chance gehabt, jeden Tag eine Stunde Kleinfeldfußball zu spielen, bevor man dann irgendwie um 3 oder um 4 abgeholt wird und dann zum Training geht übrigens. Das Potenzial ist natürlich gigantisch, aber es wäre auch ein Gewinn für die, die nicht Fußball spielen. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir jetzt nicht alles hier aus der Argumentation nur an den Fußball binden, sondern einfach das gesamtgesellschaftlich betrachten. Damit ist die wahrscheinlich längste Pressekonferenz in der Geschichte des DFB, ich weiß es nicht. 45 Minuten ist ja akzeptabel. Genau. Erstmal vielen Dank für das Interesse, und wir stellen uns natürlich jedweden Fragen, die ihr noch habt. Genau, sowohl hier im Raum als auch digital. Gerne kurz melden, wenn ihr Fragen habt. Jan-Christian Müller darf gerne anfangen.
Ja, Kompliment, Herr Wolf. Sie sind Nachwuchsdirektor, Pressesprecher und wie ein Journalist alles in Personalunion. Deswegen hat das auch so lange gedauert, war auch gut. Aber eine Frage ich doch. Sie sagen, Sie laufen überall offene Türen ein. Was man so halt auch hört von den Vereinen, vor allen Dingen aus Bayern, kriegt da immer wieder so Rückmeldungen, dass die sich halt sträuben. Vielleicht können Sie sagen, was sich auch im letzten halben Jahr entwickelt hat, seit Sie das vorgestellt haben. Ja, die Frage, die Jan gestellt hat, war ja auf die Trainingsphilosophie bezogen. Das heißt, wenn wir Fortbildungen machen über den Montag bis Freitag, wie gestalten wir Training, rennen wir offene Türen ein. Das Zweite sind die Spielformate. Da wächst die Zustimmung, aber da gibt es natürlich auch, müssen wir nicht drum rumreden, auch Gegenstimmen, wo Leute sagen, wir wollen das aber anders spielen, weil es vielleicht auch einfacher organisierbar ist, weil man es auch so kennt. Aber da glauben wir, dass sich es trotzdem in eine gute Richtung bewegt. Und wenn wir einmal erkannt haben, dass es für die Kids besser ist, weil sie mehr involviert sind und den Blick darauf erweitern, dann glaube ich, dass das auch leichter wird. Also Trainingsphilosophie, Montag bis Freitag, offene Türen, Spielformate auch. Aber da gibt es natürlich auch Leute, die das anders sehen und auch gerne anders hätten. Weitere Fragen? Alex Bonengel für Sky. Ja, hallo erstmal in die Runde. Was mich interessieren würde, was hat euch inspiriert zu diesen Ideen? Weil ich habe da immer Spanien im Kopf, wo ich öfter mal Urlaub mache, wenn ich da durchfahre, egal in welcher Region, überall sind Fußballplätze, überall können Kids irgendwie ein bisschen bolzen gehen. Das haben wir in Deutschland so nicht. Habt ihr euch da trotzdem aus diesen Ländern viel Inspiration geholt oder habt ihr mehr in den Gegebenheiten in Deutschland gedacht? Wir haben bei der Trainingsphilosophie, natürlich haben wir auch internationale Erfahrungen und Einflüsse, ist ja keine Frage. Aber bei der Trainingsphilosophie haben wir erst Hermann Gerland und Peter Hermann gefragt, weil wir einfach, wir sind Deutschland, wir sind ein Fußballland. Wenn wir das Beste von dem, was es gab und mit dem Neuesten zusammenfassen und daraus eine Trainingsphilosophie Deutschland machen, dann müssen wir nicht so viel ins Ausland gucken. Und dann kriegen wir das auch auf höchstem Niveau so hin. Bei den Spielformaten ist ja das, was jetzt kommt, das, was die anderen Länder schon lange oder viele andere Länder schon lange gemacht haben, die Entscheidungen für kleinere Formate, für Festivals, man kann das überall auch nachlesen. Selbst auf der DFB-Seite kann man kurz mal reinklicken, wie machen es denn eigentlich die anderen? Und da sehen wir, dass, ob das jetzt Belgien und England sind, die das schon länger haben, aber auch Länder Österreich, wie die Schweiz, die das jetzt alle nachschieben und die eigentlich, wo wir eigentlich schon spät sind, damit, dass wir das jetzt machen. Und kann das auch nochmal betonen, die Kinderspielreform, wir haben die nicht erfunden aus dem Kompetenzteam. Wir stehen da total gerne für ein. Ich meine, wir müssen alle nicht, oder zumindest ich muss hier sitzen, die anderen müssen jetzt nicht unbedingt hier sitzen oder jetzt auch hier hinkommen und das unterstützen. Das haben wir nicht erfunden, aber wir stehen da total gerne für ein und können denen, die da auf dem Weg waren und das erarbeitet haben, einfach ein großes Kompliment machen, weil wir es komplett für richtig halten. Und das ist international, gibt es da ganz, ganz ähnliche Gedankengänge. Frank Hellmann hat die nächste Frage. Herr Wolf, Sie sind ja für den gesamten Nachwuchs zuständig. Jetzt ist es, glaube ich, ein bisschen schwierig zu greifen, wo steht eigentlich der deutsche Nachwuchs? Wir haben die U17-Weltmeister, haben einen Titel gewonnen, aber wir haben natürlich auch eine Nationalmannschaft, wo bis auf Jamal Musiala, der gestern wieder herausragend gespielt hat, Florian Wirtz, nicht so viele Junge sind. Also Herr Wagner, wenn Sie, glaube ich, das Aufgebot mit verkünden nächste Woche, können ja viele Ü30-Akteure da bei Julian Nagelsmann sein. Also was glauben Sie, wie lange dauert es, bis das quasi nach oben greift? Oder kann das gar nicht die Zielsetzung sein, wäre das vermessen? Doch, ich glaube, als allererstes müssen wir uns eingestehen, dass wir es nicht so gut gemacht haben. Und wir brauchen 20- bis 25-jährige junge Spieler auf allen Positionen, die die A-Nationalmannschaft drücken. Und wir haben bei der letzten U21-EM, hatten wir der Talentpool, auf den Toni Di Salvo zurückgreifen kann, war ein Drittel oder ein Viertel von England und Frankreich. Jeder Engländer hat im Schnitt 14 Spiele mehr gemacht. Das heißt, und das sind jetzt reden wir nicht über Belgien, Portugal und Dänemark, die viel, viel kleiner sind. Das heißt, in dem, was wir an Potenzial haben, haben wir es in der Spitzenausbildung nicht gut gemacht. Wir können die Ausbildung auch immer erst in der U21 beurteilen, weil vorher das biologische Alter eine Riesenrolle spielt. Das heißt, wenn du eine U16 nimmst, manche sind noch 14, manche sind schon 18 vom körperlichen Entwicklungsstand. Deswegen wissen wir das erst im Übergangsbereich. Wir müssen so ausbilden, dass auf dem Top-Niveau die Spieler in der ersten, zweiten, dritten Liga mit 19 auf den Platz kommen, dass sie spielen können. Da haben uns einfach immer ein paar Prozent gefehlt. Das ist, glaube ich, das Allererste.
Und das zweite ist der Dropout an der Basis, dass einfach ganz, ganz viele Kinder und Jugendliche ihr letztes Spiel vor der A-Jugend machen. Und dann hast du 4 E-Jugenden, aber in der A-Jugend gibt es eine Spielgemeinschaft, weil keiner mehr Fußball spielt. Und das sind, ich glaube, das müssen wir erstmal akzeptieren und das drehen. Und wir glauben, dass wir damit jetzt sowohl kurzfristig, weil wenn wir die Schärfe, wenn wir den ab der U17, U19 jede Minute von Training in den NLZ für die Entwicklung von individueller Qualität aufwenden und nicht für taktisches gegnerangepasstes Arbeiten, dann haben wir einen sehr, sehr schnellen Effekt. Aber wir haben natürlich, stellen damit natürlich schon auch die Weichen auch für die längerfristige Zukunft. Aber sich einzugestehen, dass es nicht so gut war, ist, glaube ich, der allererste Schritt für Veränderung. Ihr könnt auch die anderen übrigens fragen. Vielleicht Christopher Michel. Sonst gebe ich es weiter. Ja, hallo auch ans Podium. Ich hatte vor 2 Wochen ein Interview mit Alexander Richter hier von dem Eintracht NLZ, der auch meinte, zur Förderung wäre es vielleicht ganz gut, die Ligenstruktur nicht nur im Jugendbereich, sondern auch nach oben hin anzupassen. Sprich, viele Regionalligen, 5 Stück, dann so wie ich Aufsteiger für die 3. Liga. In der 3. Liga ist auch Endstation für 2. Mannschaften, wo wir ja in Spanien möglich ist, sogar die 2. Mannschaft noch eine Liga höher zu bringen und noch näher an Spitzenniveau heranzuführen. Gerne ergebnisoffen die Frage, wäre das einfach mal wieder Zeit für eine Revolution, auch in dem Bereich 3., 4. Liga, um dann auch nach unten hin ja, noch besser für die Förderung vorbereitet zu sein? Ja, so wie wir es jetzt gerade gesagt haben, für die Frage gebe ich nicht weiter. So wie wir es gesagt haben, für den D-Jugendbereich oder auch wie setzen sich eigentlich Ligen zusammen, müssen wir das Ganze ja weiterdenken. Das gilt auch für den Übergangsbereich. Und da die bestmögliche Struktur zu finden, das ist klar, dass wir das müssen. Der Schlüssel ist aber die Qualität der Spieler und wie wir sie entwickeln über den ganzen Lebensweg, bis sie in den Seniorenfußball kommen. Und dass es dann weitergehen muss, ist klar. Aber wir haben, ich sehe das jetzt auch bei der U20, wir haben sehr, sehr viele Spieler, die jetzt in der 2. Liga spielen. Wir merken, dass es da schon wieder schärfer wird und besser wird. Wir haben da schon einen Unterschied, jetzt nicht wegen uns, sondern weil viele das ja auch schon so gefühlt haben, dass wir das Training wieder verändern müssen, die Ausbildung verändern müssen. Aber der Schlüssel ist die Qualität der Spieler. Und das heißt ja nicht, dass es uns davon befreit, auch da zu überlegen, was ist denn die beste Struktur im Übergangsbereich. Weil na klar ist das schwer. Du konkurrierst in deinem Jahrgang, in deinem Land und auf einmal konkurrierst du mit allen Jahrgängen und international. Also sich da durchzusetzen, das wird ja auch immer so bleiben, dass das nicht für alle funktioniert. Es werden auch immer Kinder aufhören mit Fußball, auch wenn wir das jetzt toll machen. Aber vielleicht weniger und vielleicht schaffen es mehr im Übergangsbereich, sich durchzusetzen. Und trotzdem ist kein Spieler davon befreit, im Übergangsbereich einmal richtig beißen zu müssen. Da gibt es ganz, ganz wenige, die gehen da glatt durch. Wir haben die beiden, Florian Wirtz und Jamal Musiala wurden jetzt genannt, aber alle anderen müssen eigentlich beißen und müssen dann nochmal auch da investieren. Ich meine, Sandro, wann hast du gespielt? Wie lange hat es ein bisschen gedauert, bis du dann ganz oben Stammspieler warst, ne? Das auf jeden Fall. Den einfachen oder normalen Weg gibt es nicht. Aber klar, ich glaube, man kann an super vielen Stellen nachjustieren und drehen. Aber irgendwo muss man mal anfangen. Und deswegen finde ich es top, dass Hannes da so viele Ideen hat. Und muss man echt sagen, bist du federführend. Und auch wenn man hier sitzt, muss ich echt sagen, hört sich alles so logisch und schlüssig immer wieder an. Also so einfachste Sachen, wo du sagst, hey, das müsste doch schon lang so entschieden sein. Wenn ich sage, okay, ich habe in irgendeinem Kreis einen tollen Jahrgang, einen goldenen Jahrgang, drüber habe ich Fallobst, die müssen aber jetzt wieder in der Minusliga anfangen. Das macht doch gar keinen Sinn, dass sie dann alle die Freunde sich trennen und irgendwo hingehen. Das ist was Logisches. Ich glaube, dass wir einfach wieder eine gewisse Einfachheit reinbringen müssen in viele Themen und offen sein müssten oder offen sein sollen. Und ich finde es auch nichts Schlimmes, wenn der Status quo mal nicht berauschend ist und andere Länder mal vor uns sind. Ich finde auch, wir müssen, klar kann man immer woanders hinschauen, aber wir sind ja schon auch eine stolze Fußballnation und wir haben sehr, sehr viele coole Mädels und Jungs im kleinen Bereich, die es wert sind, die wieder richtig gut zu fördern und da einfach auch mit einer Freude rangehen. Und wir haben so viel Potenzial und jetzt müssen wir einfach wieder die richtigen Schritte finden, die richtigen Schritte gehen, gemeinsam positiv. Und dann glaube ich, dass wir in ein paar Jahren dann schon wieder über andere Themen sprechen können. Eine allerletzte, ein kleiner Sidekick nochmal zurück. Wie sollen sich denn die Eltern verhalten bei so Jugendspielen eigentlich, Hanno? Was ist denn die Rolle der Eltern, wenn die jetzt nicht Spielfeldbegleiter sind oder Begleiterinnen? Mein Wunsch wäre positiv unterstützend, anfeuernd. Ja, die Kinder einfach unterstützend, ne? Also ob ich jetzt direkt dabei stehe und die Regeln mit erkläre als Spielfeldbegleiter, aber allein die Kinder
zu begleiten, zu betreuen und nicht einfach am Verein abzugeben und die Kinder da allein überlassen. Wir genießen auch die Zeit mit unseren Kindern, auch gerade beim Sport. Was vorhin gesagt, es ist eine goldene Zeit. Wir nehmen das hier so auch wahr und wir können das auch nur deutschlandweit rausrufen. Es ist eine tolle Zeit, mit den Kids zu verbringen. Und wenn man sie dann noch sieht, wie sie in Aktion sind und wie sie bei dem Hobby, und auch da ist es egal, ob das Hannes bei seinen Mädels beim Handball ist oder ich bei meinen Jungs, oder ich habe jetzt den ersten Turnwettkampf meiner Tochter miterlebt. Es war auch eine interessante Erfahrung. Aber es ist schön zu sehen, einfach wie die Kinder Sport treiben und wie sie darin wachsen. Und das ist das möchten wir gerne rausrufen. Das möchte ich gerne rausrufen. Nehmt am Sport eurer Kinder teil, begleitet sie da emotional, unterstützend, immer im Hinblick auch der Fairness und der Beachtung der Regeln. Und dann auch im Umgang mit den Schiedsrichtern dann ab der D-Jugend, dass wir jetzt nicht jeder das Gefühl hat, er muss jede Entscheidung laut kommentieren und danach dem Jungschiedsrichter noch erklären, wo was war. Wir haben ein D-Jugendspiel geguckt, die Eltern stehen halt auf der Abseitslinie, der Schiedsrichter steht mitten im Feld, das Tor wird später dann entschieden, 1-0-Sieg. Und dann ist natürlich was los, ne? Mit dieser Entscheidung, war das jetzt abseits oder nicht. Aber da müssen wir schon auch zusehen, dass wir die Leute, die wir unbedingt brauchen, auch einfach respektvoll behandeln. Und es gibt so eine Studie über Handspiele, Habt ihr das auch gemacht? Bei jeder Szene war es für mich schwer zu sagen, ist das jetzt Hand oder nicht. Das heißt, das ist ja so schwierig. Und da brauchen wir natürlich auch den Respekt vor denen, die dann pfeifen. Weil wir brauchen die Spielfeldbegleiterinnen und wir brauchen Begleiter und wir brauchen auf jeden Fall auch Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen. Deswegen sollten wir die guten Leute nicht vergraulen. Kleiner Sidekick, sorry, ist mit mir durchgegangen. Peter Penders von der FAZ hat ja auch noch eine Frage. Jetzt haben sie mir dummerweise meine Frage weggenommen. Also das ist ein bisschen ärgerlich. Ist der Spielfeldbegleiter, ist das der Knackpunkt bei dem ganzen System? Ich meine, sie müssen ja vernünftige Leute finden. Eltern sind ja per se nicht vernünftig, wenn es um den Sport ihrer Kinder geht. Also ich kann jetzt mal sagen, ich trainiere nebenbei Hockeykinder und das Letzte ist wie der Satz, sie sollen nicht erwarten, dass sie coachen müssen. Also ich würde sagen, sie sollen um Gottes Willen nicht coachen. Sie müssen ja gerade bei kleineren Vereinen dann jede Menge vernünftige Väter, Mütter finden. Und das ist nicht so einfach. Die Frage ist ja, was ist Coachen auch, wenn man sagt, wenn man jetzt der Ball ist im Aus und man sagt, spiel weiter, weil das sollen sie ja für uns machen, dass sie den Spielfluss gewährleisten. Das ist auch schon eine Art von Coaching, aber jetzt nicht die Positionen erklären und dribbel an und so weiter. Es wird bestimmt Orte geben, wo man keine findet. Aber es gibt mit Sicherheit Orte, wo man nachfragt am Anfang der Saison, wer möchte denn da unterstützen, wer möchte helfen, dass man Menschen findet, die das machen möchten. Und ich glaube, an ganz vielen Orten haben wir das noch gar nicht auf dem Schirm, dass das möglich ist. Weil es war ja eine Zeit lang so, wo die Eltern dann so weggeschoben wurden. Und hier bitte sei dann möglichst weit weg. Und sie da einzubinden, das ist wichtig, dass ich natürlich in der Auswahl Leute haben sollte, die ein bisschen ihre Impulse kontrollieren können und die ein bisschen wissen, was sie sagen. Das ist auch klar. Aber wir brauchen beim Bambinis zum Beispiel, pro 4 Kinder ein Elternteil. Das könnte schon gehen. Und ich glaube, überhaupt die Frage zu stellen, Sandro, wie würdest du es oder organisieren? Oder Opa und Oma. Also oder, die will ich nicht diskriminieren. Die sind ja auch immer wichtig. Opa, Oma, Tante, Onkel. Genau. Wie würdest du es organisieren, wenn du jetzt eine Mannschaft trainierst? Du übernimmst jetzt eine F-Jugend und musst das organisieren. Was würdest du machen? Ich würde Lothar Matthäus anrufen. Der hat das ja schon alles durchgemacht bei Grünwald. Im Jugendbereich sehr, sehr schwer, ehrlicherweise. Aber ich kriege es jetzt auch wieder mit bei meinem 11-Jährigen, obwohl 10 ist er, wird in 2 Wochen 11. Da ist es einfach, da sind viele Eltern, die gerne helfen. Und ich glaube, die Eltern, teilweise unterschätzt man sie, wenn man sie ganz kurz einleitet und mitnimmt auf einem Elternabend und sagt, so und so, wäre das cool, dann geht es schnell organisiert, finde ich. Und dann haben die ja Lust. Und das ist ja auch kein großes Thema, ehrlich gesagt, Begleiter zu sein. Also ich sehe das jetzt nicht als größte Herausforderung in dem ganzen Thema. Ja, wir haben jetzt beim Handball, meine Frau ist ja Handballtrainerin, dann in einem kleinen Verein, da sind sofort zwei Eltern, die sagen, ja klar, wir kommen immer. Und die müssen ja nicht sagen, was trainiert wird, sondern die müssen begleiten auf den mehreren Feldern, weil es kommen halt viele Kinder, die das machen wollen und müssen da unterstützen. Und wenn es Orte gibt, wo man keinen findet, kann das sein. Wir glauben, es gibt ganz viele Orte, wo man sie findet, wenn man gut fragt und wenn man die Aufgabe so erklärt, dass man sie versteht, wenn sie einfach bleibt. Und wenn wir das Positive herausstellen. Weil wenn ich es richtig verstanden habe, brauchst du die im Training dann auch, wenn ihr so trainiert. Und das ist natürlich beim Training
um 16 Uhr nicht so ganz einfach, das meinte ich. Also jetzt aus meiner Erfahrung, um 16 Uhr viele Väter und Mütter zu bekommen, die mit dir da auf dem Platz stehen, ist ambitioniert. Das ist, ja, aber je kleiner der Verein ist, desto ambitionierter. Wenn die jetzt klein sind, irgendwann musst du die auch zum Training bringen. Ich glaube jetzt nicht, dass die alle mit dem Fahrrad kommen, sondern da muss ja irgendjemand die da hinfahren. Und da gibt es vielleicht auch Leute, die dann kurz da bleiben und das machen. Nochmal, das ist auch in dem Aufbau der Felder, in der Organisation von einem Festival, in der Art zu trainieren, natürlich ist das ein Aufwand, ist das ein Umlernen. Und keiner von uns sagt, dass das jetzt immer alles einfach ist. Und da wird es mit Sicherheit auch Momente geben, wo du denkst, so, boah, wie soll ich das jetzt organisieren? Und wo es trotzdem ein bisschen wild ist. Trotzdem sind wir uns ganz sicher, dass wir viel, viel, viel mehr gewinnen, als das, was du vielleicht an mehr Aufwand da reinsteckst, weil es einfach für die Kids in Deutschland die bessere Lösung ist. Ich möchte gerne eine Sache noch sagen. Natürlich ist bei den ganz Kleinen notwendig, dass ein Spielfeldbegleiter dabei ist, im Training auch. Aber die Kids wachsen ja auch sehr, sehr schnell in diesen Formen. Und wenn mal gedacht, jemand im Bambini-Alter anfängt und 2 gegen 2 spielt und dann mal ein halbes Jahr oder ein Jahr mit einem Spielfeldbegleiter verbracht hat, kommt dann in die F-Jugend, dann wird es ein 3 gegen 3, kommt in die E-Jugend, er kennt die Spielfeldmaße, er kennt die Regeln, er ist da relativ schnell, dann ist es auch möglich, 2 Felder nebeneinander aufzubauen, als Trainer zwischendrin zu stehen, ein Auge zu haben und dann läuft es. Sind wir mal ehrlich, wir haben früher stundenlang auf dem Bolzplatz gespielt, ohne Spielfeldbegleiter, Schiedsrichter, Eltern, sonst irgendwas. Und es hat auch alles funktioniert. Also wir müssen unseren Kindern auch zutrauen, in diesen Spielformen miteinander Fußball zu spielen. Und wenn wir es von klein auf anleiten, unterstützend als Begleiter, dann wachsen die sehr schnell darin. Und dann braucht man auch später hinten raus in den 3 gegen 3, 4 gegen 4 Feldern wieder weniger Begleiter, weil es dann von alleine läuft. Die wissen dann, okay, vor jedem Durchgang machen wir da einen Bällepool. Wenn der Ball ins Ausgeht, dann holt da sofort wieder der Nächste den Ball, dann geht es da weiter. Das ist was, was die, und das ist aus der praktischen Erfahrung heraus, unheimlich schnell lernen, auch in einem kleinen Alter schon. Am Anfang wird es wild sein, da braucht man den Begleiter, der sagt, stopp, du hast den Ball ins Ausgeschossen, dann kriegen die anderen den Ball. Und irgendwann hat er das drauf und dann wissen sie sofort, wie es weitergeht und das funktioniert relativ schnell. Also man braucht die Unterstützung der Eltern. Ich glaube, dass die aber dann mit laufender Zeit auch abnehmend wird und dann weniger Leute das begleiten können, weil sich das Spielfeld, das Funinho-Feld, das Spielfeld 2 gegen 2, 3 gegen 3, 4 gegen 4 ist dann für die Kids selbst erklärend. Ja, ist nochmal wichtig, was Hanno sagt. Es muss jetzt keiner denken, dass wir in der A-Jugend da 5 Eltern mit auf dem Platz haben. Also ein 20er D-Jugendkader kannst du zu zweit super trainieren. Zu dritt ist noch besser, kann man auf 3 Feldern spielen, aber selbst zu zweit kriegt man das super hin. Dann hast du 3 Felder, 2 sind begleitet und das dritte ist das, wo frei gespielt wird. Also damit ist es jetzt nicht so, dass wir immer 5 Eltern haben. Je kleiner, desto mehr brauchen wir die Unterstützung. Aber brauchen die Kinder ja auch. Wenn sie 5 sind, brauchen sie halt mehr Unterstützung als oder andere Unterstützung, als wenn sie dann mal 12 sind. Für Fußball-News nochmal Christopher Michel. Man hat ja schon das Ziel, dass nicht alle nur in der Basis bleiben, sondern dass am Ende auch ein paar natürlich nach ganz oben in den Spitzenbereich kommen. Wenn man jetzt mal durch die Wetterau, durch die Dörfer geht, dass sich dann da vielleicht auch ein paar finden. Ab wann sieht man denn so einen optimalen Zeitpunkt, wo man auch sagt, man holt den von einem Dorf weg in so ein NLZ rein? Also, oder wie lange lässt man sie bei so einem, nenne ich es mal, Dorfverein? Sagt man da schon bei einem E-Jugendlichen, man holt ihn schon in NLZ oder lässt ihn doch noch mal ein Jahr länger bei seinem Dorfverein? Oder ist es sehr, sehr individuell, dass man da immer von Kind zu Kind einfach gucken muss, sondern so einen Sprung geht und die dann auch aus dem, was ihr ja auch sagt, Freude etc. aus dem Freundeskreis dann vielleicht schon rausreißt? Ja, das ist wirklich individuell. Das hängt auch mit Fahrzeiten und mit Nähe zusammen. Ich sage es mal, wenn du jetzt einen Ort hast, wo du in der Grundschule 4-mal die Woche in der Schule des Kleinfeldfußballs Fußball spielen kannst und im Verein 3-mal die Woche spielen kannst und vielleicht gibt es noch eine tolle Fußballschule, wo du noch mal trainieren kannst, dann musst du natürlich nicht früh wechseln, weil wir dann einfach so Inseln bekommen, wo Kinder gut werden können. Und trotzdem wird natürlich auch auf NLZ-Niveau wunderbare Arbeit gemacht. Und jetzt wohne ich in Dortmund, wenn du dann in Dortmund wohnst und hast da irgendwie 10 Kilometer nur zum Trainingsgelände, also irgendwie eine Viertelstunde Fahrt. Warum soll man, wenn man die Chance hat, nicht dahin gehen und da ausgebildet werden, entwickelt werden? Wir dürfen auch die NLZ nicht unterschätzen. Das ist was anderes, wenn du auf einmal eine Stunde fährst und hast eine Stunde Hinfahrt und Rückfahrt. Da muss man sich das natürlich sehr, sehr gut überlegen. Und dann ist es für mich individuell. Aber da würde ich niemals so sagen. Es wäre natürlich schön, wenn wir nicht gezwungen sind zu wechseln, weil du an deinem Ort gut werden kannst. Und wir müssen ja nicht keinen zwingen, gut zu werden, aber wir sollten es vielleicht nicht verhindern.
Und wir brauchen halt diese Inseln, wo das möglich ist. Und die müssen dann auch noch nicht NLZ heißen, sondern das ist dann wirklich über einfach das Angebot, viel Sport zu machen und viel Fußball zu spielen. Gibt es noch Fragen? Scheint nämlich nicht der Fall zu sein. Dann vielen Dank auch von meiner Seite nochmal für das Interesse. Und Hannes hat es vorhin angesprochen, wir drehen heute Nachmittag schon die nächsten Videos. Da gerne up-to-date bleiben, indem ihr auf YouTube in unsere Nachwuchstraining-Playlist immer mal wieder reinschaut oder auch auf fußball.de. Dann verpasst ihr keine Veröffentlichung zum Thema Nachwuchs- und Kinderfußball. Vielen Dank euch. Für die, die hier sind, geht es gleich im Nebenraum weiter. Für alle anderen, bis bald. Danke.